Denkt uns nichts Böses. Kian joint mit seinem MG, hält die linke Maustaste gedrückt, rennt über die Map und hat sich ein Aimbot installiert, der dreckige Wichser. Ruff die schon, willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. So, ich gebe jetzt nochmal vor, bis wohin wir ausheben können. Weil ich das kann. Was machen wir denn gerade, Kian? Wir heben jetzt den Raum fertig aus, schlage ich vor. Ah, you don't say. Kleiden den. Wollen wir irgendwelche besonderen Materialien auch am Raum verwenden? Diamantblöcke. Also. Aber da machen wir dann so Träger oder so rein, also als Grundlage schon erstmal Stone, oder? Mein Plan ist: Boden aus Stone Slabs, Wand aus Stone mit Stahlträgern. Und dann noch welche Applikationen. Ja, dann. Wir können ja Deckendekoration aus Gold und Diamant machen. Nein. Warum nicht? Weil es schäbig aussieht. Man baut nicht wirklich mit Diamantblöcken. Das ist Protz, Andi. Sorry, dass ich dich gehauen habe. Wollte ich nicht. So tief wie can go. Da, du kannst schon meinen Boden ausheben. Ich gehe schon mal Stein brennen. Ja, ich benutze meine Diamantspitzhacke. Tu das. Ist absolut legitim. Solange sie nicht kaputt machst. Ich will hinterher 3 Diamantspitzhacken irgendwo hinhängen können. Ja, du kannst hier 1000 Diamantspitzhacken hinhängen. Du kannst einfach eine neue bauen. Ja, aber die keine. Ach so, wir haben die männlicher. So. This is the deepness, I think. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Evil Genius. So. Nee, nimm das Genius weg, dann trifft's. Nein. Also du hebst gerade aus für den Boden? Nee, ich heb aus für das Schwimmbecken. Hebt ja. Aus, wenn ihr am Boden seid. Ist er schon. So, brennst du schon mal Cobblestone, Anni? Ich hab doch gerade gesagt, ich geh Stein brennen. Achso, sorry. Du. Why you don't listen? So breit. Wohin jetzt ausheben? Die beiden Gänge, die ich da vorne gemacht habe. Das ist aber ganz schön groß. Das ist ja auch Maximallänge. Aua, stopp. Hey, hör auf! Doms Kommentar. Das ist aber ganz schön groß. Hast du mich gerade nochmal mit Absicht geschlagen? Nicht mit Absicht, ich habe einfach nur weiter abgebaut und du bist nochmal durchgerannt. Storm hatte noch ein halbes Leben, Alter. Oh Gott, Kia, du könntest sterben. Du musstest von oben von der Terrasse nach unten laufen. Oh mein Gott. Hä? Ja, er hat, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Das ist denn ja so schlimm, wenn du stirbst. Ach so, das meinst du mit runterlaufen? Ah. Ja, trotzdem, nein, bin ich nicht okay. Oh. Stein Musik brennt übrigens. Musik ist aus, danke. Sound auf 50, Musik danke. Ist reingekommen. Ich finde, in den neuen Minecraft-Versionen ist teilweise richtig schöne Musik dabei. Hey, ich finde auch hier ist die Musik richtig geil. Aber und du kannst sie halt nicht für auf. Nee. Also ich finde, wenn man alleine gespielt hat Minecraft, die war so perfekt einfach. Ist die Musik so perfekt und die hat einen so, so depressiv gemacht einfach. Ja, ja, nur wenn man so ein. Also ja, ich weiß. Ja, wenn du einsam irgendwo dein Haus gebaut hast, da kam dieses. Ja. Denkst du auch so. I have no friends. Ja, okay, das verstehe ich. Aber das war auch irgendwie. Aber irgendwie war die auch schön, weil man so friedlich war sich hingebaut. Ja, also halbwegs friedlich. Ab und zu so ein paar Creeper, die einem das Leben schwer machen. Ist Minecraft einfach so ein. Ja, friedliches Häuslebauerspiel. Naja. Nö, also für mich ist Minecraft ganz klar ein PvP-basiertes Spiel. Nee, Skill-basiertes PvP. Echt mal, guck mal, Junge. PvP ist doch der Kerngedanke des Ganzen, ja? The core of the game. Das meinte letztens, irgendwann kam mal ein Kommentar, so von wegen, warum wir denn, wir sind ein Minecraft-Kanal, aber warum, wir machen ja gar kein PvP, was ja eigentlich der Kern von Minecraft sei. Geil! What the fuck? Alter. Das ist so mehr so die Minecraft-Generation ab 2000. Generation Aslak. Generation Bullshit. Bullshit-Detected. Sorry, voll einfach. Wenn mir das erzählt, da kann ich nur drüber lachen. Ist ja okay, dass das viele gerne spielen, aber für mich ist es definitiv nicht. Es ist auch, der Kern es ist von auch kein PvP-Spiel. PvP-Spiel ist sowas wie Counter-Strike oder Dota. Dota, League of Legends, was auch das immer sind PvP-Spiele. Minecraft ist. Es funktioniert. Sagen wir so. Aber, ja, aber es macht halt PvP für kleine Kinder zugänglich. Richtig. Mit 1.9 kommt jetzt aber das große PvP-Update, jo. Ja, aber da ist es doch nicht mehr skillbasiert, haben wir doch schon festgestellt, Andi. Nur noch Ping-basiert. Nee, im Moment sei es. Nee, darauf hat Zuschauer geantwortet, dass es gar nicht so richtig ist, weil bei Minecraft im PvP kommt es eigentlich nur auf den Ping an. Ja, dann müsstest du doch eigentlich gewinnen. Nee, weil ich ja auf europäischen Servern spiele, da bringt mir mein Ping nämlich nicht so. Also vor allem aber wenn ich hier genau. Aber wenn ich hier in Australien gegen andere irgendwelche Pro League PvP Turniere spiele, bin ich immer ganz gut dabei mit meinem Ping. Ja, aber dass du
Kian, wir müssen den Pisten nochmal abbauen. Das ist natürlich einen hohen Ping, guten, nicht hohen Ping, das ist natürlich einen guten Ping im Vorteil, das ist aber in jedem Spiel so. Gib mir so Pisten. Außer in Dota, weil einfach jeder einen guten Ping hat. Nein, weil da ist ein guter Ping nicht so wirklich wichtig. Na, doch, also, solange du nicht laggst, ist alles in Ordnung. Sobald du laggst, ja, kannst du es vergessen. Aber das mal ganz ehrlich, in Dota macht. Also wenn man, keine Ahnung, natürlich wenn man jetzt ganz krass drauf ist, aber ganz ehrlich, ein Ping von 80. Nee, alles unter 120 ist immer in Ordnung, auch bei CS. Ja, nee, bei CS. Doch, kann man mitarbeiten, kann man mitarbeiten. Man kann mitarbeiten, aber man hat aber einen Nachteil. Ja, natürlich. Ich dachte, man kann mitarbeiten. Ja, aber bei Dota hast du keinen Nachteil, wenn du einen Ping von 80 hast. Natürlich. Also als normaler Spieler. Also nee, 80 nicht, aber so auf 150. Hast du noch einen gebrannten Stone, bitte? Ja, zwei. Ich brauch ein paar mehr. Oben müsste ganz viel sein. Ich hab ja nicht nur das hier. Und bei CS wird man halt schon irgendwie auf einen Ping von 80 kritisch beäugt. Ja gut, das stimmt. Nee, weiß ich trotzdem. Minecraft PvP ist so... Ich will es halt auch niemand beleidigen, aber eigentlich ist es... Ich weiß ja, nicht. Ist halt wirklich so... Es Wer Spaß dran hat, soll Spaß dran haben. Ja, also genau. Das viel zu spielen. Wir finden das ja auch witzig, aber halt auch bei den PvP-Projekten ist es dann so... Wenn man dann nur farmt, dann kommt es eigentlich immer nur zu einem Kampf, zumindest für uns. Stopp, Kian, stopp, ganz kurz, wichtig. Wie breit machen wir den Raum hier überhaupt? Weil, ja, das war gerade die Frage. Weil so breit wie er jetzt aber ist, ganz ist ehrlich, scheiße. Hier, ich habe das Problem inzwischen identifiziert, warum es in letzter Zeit nicht so läuft mit den PvP-Turnieren. Ja, sag doch, wie breit es sein soll. Bis hier. Warum nicht komplett? Weil es da nicht symmetrisch ist. Ja, warte, wir müssen jetzt erstmal testen, ob die Maschine so funktioniert. Aber so weit kannst du ja, erstmal machen. Ich habe drei Blöcke rechts und links freigelassen. Ich glaube, das reicht hier. Aber wie, jetzt hast du aber nur auf der einen Seite drei oder soll hier noch eine Schicht weg? Wir haben auf beiden Seiten drei. Nein. Eins, das hier, zwei, das hier wird drei. Dann, denke ich, der Strang sein. Ja, eins, zwei, drei. Es geht um die Gesamtmaschine. Ach so. Wie der Strang rauskommt, ist auch egal. Okay. Aber dann, ne, also ich sag's nur. Ja. Aber jetzt hast du hier, ja, okay. Okay. Passt schon alles. Wir testen das mal an. Guck, hier geht's nämlich schon los, das hat gar nicht... Was wollte Dom gerade sagen, glaube ich. Ich hab's vergessen. Und was mit PvP und... Skillbasiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Alter, Gedächtnis wie eine Eintagsfliege. Nö, aber ich hab's halt nur in diesen Mega-Kurzspeicher abgespeichert und danach musste Platz für Wichtiges Neues gemacht werden. Block abbauen! Das ist Däums Langzeitspeicher. I have to work! Böse. Warum ist das böse? Ich hab immer nicht gesagt, dass ein Affe mit Schellen in deinem Kopf drin sitzt. Ein Ting, Ting, Ting macht. But it's the truth! Das ist ja wieder was anderes Gear. Und schreiben wieder in die Kommentare, mach doch Däum nicht so fertig. Ja. Ist halt echt so. Die Leute haben auch recht. Echt mal. Cry some more. Nein, finde ich eigentlich nicht. Ich finde, wir sollten in Frieden und Harmonie zusammenleben. Habt ihr euch eigentlich schon das neue Bilou, Bilou was? Oh. Ja, hab ich mir schon ein bisschen gegönnt. Bisschen Donutschaum geholt. Was für Donut? Ich hab die neue gibt's jetzt bei DM, die Bilou Duschschaum. Was ist Bilou? Bibi loves you. Das ist die neue Marke. Was? Was? Du musst, erklär mich mal. Beauty-Marke. Es gibt jetzt eine, das ist jetzt Bibis Beauty-Marke quasi. Aber man muss fairerweise sagen, dass dieser Duschschaum, das ist kein... Also ist jetzt nicht irgend so ein Billig-Scheiß. Das ist schon, glaube ich, recht hochwertig. Bibis Beauty-Marke. Das klingt aber so richtig. Ah! Wursten! Ja. Wursten! Wursten! Wurst gemeldet. Wurst! Holzproduktion! Das wurstet nicht mehr weiter. Ja, jetzt ist maximale Länge. Und jetzt, um den Zuschauern das Prinzip zu zeigen, jetzt baue ich den hintersten Block ab. Und es gibt hier direkt den neues Holz. Ich hole mal einen Eisenblock. Hier und wird endlich gewurstet, meine Freunde. Und ich stelle den Sound runter. Die Wurst ist lang. Ja, na, genau. Ja, ich werde gleich... Wurstgas geben wir jetzt hier. Wurstgas! So wurde damals in der Minecraft Beta 1.7 Eisen, Diamant, Redstone, Kohle oder alles gefarmt. Wir haben halt wirklich... damals gab es ja noch keine Kohleblöcke. Ich glaube, ich habe mir irgendwann einen Kohlorb besorgt. Ja, genau. Gleiche mit Redstone.
Ja, genau. Und mit Redstone hat man sich dann auch. So mit Pistons hat man den sich hochgeschoben, so war das noch. Da gab es nämlich, glaube ich, auch noch keinen. Da gab es noch gar keinen Silk-Touch, genau. Ja, das war noch, wir haben das mit noch Pistons richtig, das in den Raum reingezogen. Hä? Das war noch richtig anstrengend. Ja, genau, war, und ihr habt das auch so gemacht, dass man es immer wieder rein und rausschieben kann quasi. Genau, ja, genau, hatte man so, Hebel, so, da konnte man optional den Kohleblock reinschieben, weil der, ja, den konnte man ja nicht setzen. Das, ja, waren dann halt die Presets quasi. Genau. So, jetzt gucke ich, ob ich das hier irgendwie. Ich hole den Eisenblock. Habt ihr das Holz entfernt? Kann ich jetzt gleich machen. Räumen mal die Holzwurst. Gibt ja ein neues Age of Empires 2 Add-on. Oh. Ja. Ich gucke gerade, ob man hier. Wo muss ich inserten? Mitte oder hier? Hier, vor den Sticky. Ich guck mal, ob das so auch geht. Okay, Jan, es funktioniert nicht. Ja, ich gucke doch gerade. Stirbst jetzt. Willst du gleich mal sterben? Ich versuche doch hier gerade die Schaltung zu verkleinern. Hier. Soll ich die Schaltung vielleicht unten drunter bauen? Wenn's geht? Wenn's geht. Aber lass mich jetzt erstmal das Eisen holen. Dann kann ich in Ruhe bauen. Sag mir bitte mal deine Diaspitzhacke. Warum? Damit ich das Eisen abbauen kann? In adäquater Geschwindigkeit? Und du kannst den Boden verlegen in der Zeit? So wird Eisen hergestellt, meine Freunde. Kriege ich aber hinterher wieder. Ja, natürlich bekommst du ihn. Jetzt gibst du ihn einfach. Ich wette, die ersten PvP-Kiddies, unter anderem der Lukas, rasten gerade aus. Ich finde das ziemlich lustig. Aber wie gesagt, ich finde, wir übertreiben es nicht, sondern nutzen es größtenteils für diesen Raum. Und Nur so ein bisschen Diamanten kann man schon mal machen. Können wir uns ein bisschen saven, damit wir später nicht mehr so viel farmen müssen, wenn wir es brauchen. Nee, wir müssen das anders sehen. Wir müssen das so sehen, weil wir damit Konflikte aus der Welt schaffen, weil ich mich nicht darüber aufrege, wenn ihr mit Diamantspitzhacken Stein abbaut. Richtig, außerdem haben wir dann ein Machtmonopol. Das Diamantmachtmonopol. Auf diesem Server? Mhm. Ja, eiskalt. We have it. Ist schon ein bisschen geil. Ja. Rein theoretisch, wir könnten die Maschine auch noch vergrößern. Wir bauen hier einfach noch so eine zweite. Weißt du, so zweite und dritte Wurst? Was ich damals gemacht habe, Double Wurst. Weil man braucht hier. Das braucht hier. Hatte ich nicht sogar. Bis der Block nachgeschoben wird. Man kann auch Quadwurst machen, aber das bringt einen, glaube ich. Quadwursten, Alter. Ja, aber ohne Witz, Doppelwurst ist eine gute Sache, weil dann baut man ungefähr doppelt so schnell, weil es ja immer dauert, bis der Block nachgeschoben wird. Also bei Eisen lohnt sich der Doppelwurst nicht. Ja, aber bei so Sachen wie. Aber es sieht dann geiler aus, weil es symmetrisch ist. Na. Doch. Hey, wieso ist das? Wir haben doch noch Platz in der Breite. Nee, ich meine übereinander. Tja, dann müssen wir es aber noch einen höher bauen, weil dann können wir ein richtiges Fließband machen, sondern können wir es richtig cool machen. Ja, nee, das ist sowieso das. Ja, klar, übereinander, anders nicht. Nein, ich meine noch einen Block höher hier. Ja, das habe ich gesagt. Nein, das Ding einen Block höher setzen, damit wir so ein Fließband drunter bauen können. Ja, aber dann ist es wieder zu hoch. Aber warum machen wir denn nicht zwei nebeneinander? Das sieht doch geiler aus, oder? Und dann darunter schwarze Wolle? Ja, das mache ich ja vor, genauso. Oder weiß ich nicht was? Ja, und an Rändern dann slappst du, dass die schwarze Wolle durchguckt. Okay, warte, also. Aber jetzt lass mich erst Eisen weiter abbauen. Ja, ich muss ja nur gleich einen rüberschieben, die Maschine. Dann kann ich nicht so mit der Raumdeko anfangen, das meine ich. Ja, okay. Ja, dann helfe ich jetzt erstmal Dom nochmal beim Ausheben. Ist aber so befriedigend, aber so, Eisen. Oh, Scheiße. Glaubt ihr, ich glaube, Lukas schreibt gerade Hasskommentare. Warum macht ihr das? Ihr macht doch alles voll kaputt. Nein, so haben wir damals Minecraft gespielt. Wir wollen halt echt ein authentisches. Als es Minecraft noch um Spaß ging und nicht um Punkte. Ja, als es Minecraft noch darum ging, die Tricks zu kennen. Ja. Wir waren halt schon so ein bisschen dreckige Hacker. Das kann man schon mal zugeben. Nein, wir waren keine Hacker. Aber das war damals war es auch normal fast noch. Es war noch fast das Alter oder so diese Zeit, wo es normal war, fast in Spielen zu cheaten. Wisst ihr, ganz früher hat man Spiele gar nicht. Das Schlimmste, können. Ja, das Schlimmste. Wir treffen uns alle zu einer abendlichen Runde Call of Duty 4. Denken uns nichts Böses. Kian joint mit seinem MG, hält die linke Maustaste gedrückt, rennt über die Map und hat sich ein Aimbot installiert, der dreckige Wichser. Das war aber auch wirklich witzig. Das Beste war das hat Kian aber nicht gemacht. Also, es hat er halt gemacht, um uns zu trollen, ja. Nicht weil er es irgendwie geil findet. Ja. Also. Das Beste war, irgendwann hat der noch nicht mehr funktioniert, oder? Irgendwann hat der noch kurz gebuggt und dann hat dann. Ja, bin ich rausgegangen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Nein, das war eigentlich witzig. Das war richtig witzig. Irgendwann hat er, glaube ich, bei Kian gebuggt und dann hat er irgendwie immer daneben geschossen, oder? Das war, glaube ich, auch einmal. Das war richtig witzig. Fakt ist, dass ich der beste Call of Duty 4-Spieler von uns. Ja, genau, deswegen hat er. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass ich mit Abstand der Beste bin. Ja, was kannst du denn verkaufen? Richtig nix. Ich muss ja gerade vom Fenster runter, lassen sonst nichts. Wie wir das schaltungstechnisch jetzt am schlauesten machen. Es ist zu hell. Kellerkind Andi wird geblendet.
Bei mir ist ja schon dunkel draußen. Aber du hast gesehen, es war von der Länge schon kritisch. Es wäre auf der anderen Seite, hätte es nicht funktioniert. Ja, Kian, du hast ja... Danke. So, also zwei nebeneinander ist definitiv cooler, finde ich. Man könnte eigentlich... Können wir mal irgendwie Stone Slabs printen? Wieso? Wir haben doch oben ganz viel Stone. Ja, aber ich will nicht hochgehen. Geh hoch jetzt! Alter, wir drucken uns jetzt hier... nicht hochgehen! Wir drucken uns jetzt nicht alles! Wir können uns auch Dirt drucken. Das ist wie drucken. Zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock, die CD rauszukramen, ich kaufe mir eben was. Das Schlimme ist halt wirklich, dass es nur in dieser Version funktioniert. Da bist du eigentlich doof? Hier ist doch voll Öfen. Ja, Junge... Also, liebe PvP-basierten Ping-Profis, es wird leider nicht mehr in der aktuellen Version. PvP-basierte Ping-Profis. Ja, das war die beste Alteration, die ich seit Jahren gehört habe. So, Tian, die Maschine, es geht so nicht. Ach so, ein höher, ne? Ja, erstmal das und zweitens, was ist das denn hier? Ich muss doch die Wand zumachen. Ja, was? Hinten meinst du? Ja, das muss ich ja gerade gucken, wie wir das am besten machen. Ja, mach's von unten. Ja, das wird jetzt gar nicht so einfach, weil ich kann ja nicht verzögern. Mimimi, ich bin Kian, ich kann Redstone, aber ich kann es nicht von unten ansteuern. Mimimi. So, dann machen wir hier dicht. Aber wir haben richtig Spaß dank der Maschine. Oh, das ist geil. Das ist doch mal geil. Spaß zu haben ist doch die Hauptsache. Hat einer einen Sticky Pisten aufgenommen gerade? Kann Andi? Sein. Ja, gib's mir bitte mal her. Swissix Xenoscope. Putz. Aber, geh mal bitte kurz runter. Das Geilste war eigentlich an diesem Aimbot, dass das Logo. Das finde ich jetzt ein bisschen eng. Es geht aber nicht anders. Ist doch trotzdem ein bisschen eng. Ja, dann rucken. Wir haben ja hier noch Platz, dann können wir einen weiter wegrücken. Ja. Warte mal, dann müssen wir kurz gucken. Ich muss da ja auch noch rankommen, dann rücken wir am besten noch mindestens zwei. Wie viel Platz haben wir hier noch? Warte, wenn wir. Wir haben noch ordentlich Platz nach links. Wir können das einfach. Wenn wir fünf Abstand Breite haben wollen von der Wurst. So, fünf, eins, zwei. Däum? Mhm. Möchtest du mal eine gute Tat vollbringen? Mach ich gerade schon, aber was denn? Du könntest in Nether gehen und Glowstone organisieren. Nö. Wir drucken uns Glowstone. Ja. Ja, aber brauchen wir noch ein bisschen. Wir bauen eben was aus dem Haus aus. Nee, wir haben, glaube ich, noch irgendwo was. Wir müssen ja, dringend mal Beleuchtung hier unten haben. Ja, druck einfach ein paar Lampen. Ja, wie denn? Warum bin ich runtergefallen? Das ist quasi ein Minecraft-Ingame 3D-Drucker. Ja, quasi ist ein 3D-Drucker. Nur ein 3D-Drucker, der genau. Halt nicht nur aus irgendeiner Plastikmasse druckt, sondern halt so aus Gold und Diamanten. Ja, das kann man alles in so flüssigen Druckpatronen kaufen. Vor allem, weil es so viel Sinn macht, dass man Diamanten zu einem Block zusammenfügen kann. Ich glaube, Diamant ist mit eines der wenigen Materialien, die man wirklich nicht in einen Block zusammenfügen kann. Ein weiter. Also, du kannst nicht aus zwei Diamanten einen machen. Gehen. Ja, genau, das meine ich. Ja. Das funktioniert nicht. Obwohl, wenn ich muss mal kurz das überprüfen. Nein, dann zerbricht der vorher. Ja, aber wenn du ihn dann mit genug Druck wieder zusammendrückst. Ja, dann ist das aber unrein. Hast du schon mal so einen von Menschenhand gepressten Diamant gesehen? Nicht hübsch. Leute, wenn sich Leute irgendwie ihre Verwandten oder irgendwelche ehemaligen Haustiere zum Diamant machen lassen. Ja, oder? Lol. How random is that? Ja, das geht. Ich glaube, hier redet nicht über. Nein, ich rede nicht darüber. Das kenne ich schon, dass man sich seinen Opa drucken lassen kann. Ja, oder die Katze. Printen. Ja, und das auch random. Stimmt, Anni hatte, glaube ich, meinen letzten Hund getötet, das Arschloch. Ich habe das Machtmonopol beseitigt. Nö, ich hab's aber wieder zurück. Muss ich ihn wieder töten, das ist ja schon klar. Dann wirst du sterben. Die Mietverordnung sagt eindeutig keine Hunde. Die Miet? Was? Die Mietverordnung sagt keine Hunde. Achso, du meinst Hunde. Mieter. Also, eben, ja. Ich habe aber eben an Fleisch gedacht. Die Mietverordnung. Ja, weiß ich nicht, weil Hund, keine Ahnung. Ja, weil Hund aus Fleisch. In meinem Steak darf kein Fleisch ja, sein, ja? Kein Hund. Sag mal, Don, was machst du eigentlich? Du springst hier einfach wieder rum? Nee, ich habe dir gerade Sachen nach oben gebracht. Er hüpft hier und er hüpft und dort und überall. Don hat erfolgreich den Boden verlegt, ja? Kann man mal klatschen. Ich will meine Diamond Pickaxe zurück. Also ich habe jetzt beschlossen, wir nutzen den Raum auf voller Breite, also die vollen Möglichkeiten aus. Ja, volle Möglichkeiten. Volle Breite. Polle. Volle Wurst. Wurstgas! Wursten! Aber wie tief ist dieser Raum denn? Ja, schön. Ist schon tief. Gut, dann werde ich jetzt den Raum komplett aus. Er ist tiefer als ja, du weißt hier bis zu dem Loch da, was Andi mal hatte. Mhm. So, dann ist das dann hier die finale Position. Position. Also das hier auch noch? Ich bin nicht auf den Sack. Oh, was? Das auch noch weg hier. Ja, wir nutzen jetzt quasi alles aus. Lehl.
Wie ist eigentlich Lel entstanden zur Hölle? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Der Studio hat, also irgendwie, Leute neigen jetzt dazu, nicht mehr LOL zu schreiben, sondern Haha. Das finde ich ehrlich gesagt, sehr beruhigend. Auch wenn Haha nicht besser ist. Ja, aber das irritiert es mir auch schon, wenn Leute schreiben richtig oft dann so Haha. Und das klingt dann in meiner Interpretation von Haha ist so, ja. Haha, das ist halt irgendwie nicht lustig ist, aber ja. Die meinen das halt so als eben, und vor allem das Schlimmste sind Leute, die bei jeder Kurznachricht einen Punkt an den Ende des Satzes machen. Du denkst immer, wenn sie mit dir schreiben, sind einfach derbe abgefuckt. Also ich achte immer auf Zeichensetzung. Nein, ich meine sowas wie zum Beispiel, mir geht es gut, Punkt. Nee, das mache ich zum Beispiel nicht, genau, ja. Das ist irritierend. Nö, also ich schreibe einfach immer korrekter Rechtschreibung. Ich hasse es, in Chats chronisch Smileys zu benutzen, nur damit die Leute verstehen, was ich ausdrücken will. Ja, das ist aber teilweise notwendig. Das musst du, sonst klingen manche Nachrichten einfach mega so richtig so böse und ernst. Richtig. Mir egal. Also ich gebe zu, ich overuse vielleicht manchmal Smileys, aber... Ich hasse das. Aber ist einfach zur emotionalen Verständigung notwendig mit manchen Leuten. Es ist halt teilweise, nicht nur mit manchen Leuten, es ist also mit jeder. Ja, also mit jedem eigentlich. Außer bei mir und Dolk kann ich vorstellen, wenn wir uns was schreiben, dann ist das Zeugt klar, nicht für ein effektives Kommunikationsmodell mit dieser Person. Ist es auch nicht, aber dafür sind Emoticons da. Ja, aber guck doch mal heute schon. Ich habe diesen Satz geschrieben mit schön, dass du da bist, Andi. Dann schreibt Kilian ins Du hast eine Sonne dahinter gesetzt. Nee, das meine ich. Und dann antwortet Kilian tatsächlich. Aber eigentlich traurig, dass man das so betonen muss. Dahinter ein Lachsmiley. Hey, wäre kein Lachsmiley da, wäre das so von wegen... Ja, okay, weißt du, warum ich aber da schreiben musste? Dann, dann wäre die Betonung halt so... Aber eigentlich traurig, dass man das so betonen muss. Ja, so weil hätte ich das so böse geschrieben, so wie ich es meinte, dann wäre Anne wieder abgefuckt gewesen. Nö, wäre ich eigentlich nicht. Ja, aber Gott sei Dank. Ich fand so oder so lustig. Und dank dem Smiley konntest du... das in die richtige Richtung lenken. Aber es war nicht, wie ich es meinte. Ja, das, aber so wie es ankommen sollte. Das ist doch egal, wie du es meinst. Aber so wie es ankommen sollte. Du sagst ja auch nicht jedem ins Gesicht, was du denkst. Wobei, was doch, du Kian, doch Kian eigentlich schon. Nein. Doch, Kian eigentlich schon. Wenn man Andi, das macht, wird man keinen Erfolg im Leben haben, wenn man dann ein Problem hat, sehr schnell. Ja. Zu viel Ehrlichkeit ist... Also, mit Leuten, die ja, mit Leuten, die nicht relevant sind. Es gibt Leute, da ist Kian schon so biggest asshole alive. Es gibt nein, Leute, das würde ich jetzt einfach mal nicht so machen. Also du kannst das natürlich so machen, aber dann ist es halt scheiße. Ja. Klassischer Fall. Hey, darum geht's ja nicht. Um sowas geht's ja nicht. Naja, manche Leute haben ja auch Probleme, Kritik zu äußern, weil sie dann denken, trichst auf den Schlips. Ich habe ja viel bei uns mit den Studenten zu tun und da merkst du, wie unterschiedlich... Mit den Studenten! Hört, Andi ist kein Student mehr, er sieht sich selbst schon als... Lol! Ich mach doch da Supervisor-Dingens. So, und ja, aber du bist trotzdem noch ein Student. Ja, ich hab doch das nicht gesagt, dass ich kein Student bin. Soll ich einen Lachsmiley dahinter machen? Ja, bitte. Dass wir das nicht so ernst nehmen. Das wäre ja so, wie wenn du schreiben würdest, ich studiere, Punkt. Also du müsstest ja eher schreiben, ich studiere, Doppelpunkt D. Was? Nein, aber ja, weißt du, hast du noch Slapstone? Man merkt richtig, wie unterschiedlich Leute mit Kritik umgehen und wie manche Leute einfach keine Kritik annehmen können, auch wenn sie positiv, also eigentlich nett gemeint ist. Das ist so, weiß ich nicht, komplett komisch. Oder das Schlimmste ist, wenn du Leuten irgendwas zeigen willst, was ihnen eigentlich weiterhilft, die Leute sich so querstellen, dass du quasi das ihnen gar nicht erklären kannst und dann hinterher, wenn sie verstanden haben, was du ihnen erklären wolltest, dann sind sie auf einmal dankbar. Ist doch gut. Nee, das ist scheiße. Das ist so... Also eigentlich hinter der Maschine muss man auch gar nicht lang gehen. Nein, muss man nicht. Und wir können ja dann einen Tunnel unten drunter machen, um auf die andere Seite zu kommen. Nein, können wir nicht. Ja, es ist jetzt schon ziemlich viel Platz neben der Maschine dann wiederum an den langen Dingern. Ja, wir kriegen das schon hin. Egal, lieber mehr Raum als kein Raum. Ist, als kein Raum. Kein Raum ist ein Raum. Kein Raum ist aber kein Reinraum. Ich baue mit meiner Diamant-Pickaxe Gravel ab, so reich bin ich. Das ist dein Ernst? Warum liegt hier Eisen? Gar nicht, ich hab's als Füllmaterial benutzt. Ist doch jetzt alles egal. Ich wollte eigentlich... Da gibt's used vor. Da bin ich auf meine Anspielung eingegangen. Wo musst du eigentlich eine Maske auf? Komm, bau doch Stein ab. Boah, guck mal, das wertloses Zeug. Wollen wir es wegschmeißen? Ja, schmeiß mal weg, sieht hässlich aus. Wer braucht das denn noch?
Oh, wir sind jetzt schon... Däum, das Eisen ist ja in Ohrform, ja? Das kenne ich so gar nicht. Mein Eisen ist... Warum setzt der Cobblestone rein? Ist das denn fucking ernst? Ja, was soll dann... Ich weiß ja nicht, was die Wand sein soll. Guck dich mal um! Ja, das ist zufällig, weil es gerade eine Höhle ist. Nein, weil einfach alles aus Stone ist. Ja, aber ich die ganze Folge dabei bin, das aus Stone zu machen. Ich kann ja nicht riechen. Ich hab's doch gesagt am Anfang. Fuck. Apropos am Anfang. Wollen wir das Ende jetzt setzen? Ich glaube, es ist an der Zeit, oder? Okay. Ich sage, gönn euch ein Abo, dass es bleibt. Nächste Folge wird fröhlich weitergedruckt. Bis zum nächsten Mal.